Heute bin ich mal ein bisschen unsozial. Ich reserviere die schöne Aussicht für mich. Und ihr kriegt den Mülleimer im Hintergrund. Ja. Das Leben ist hart. Ich weiß nicht so genau, wieso. Es ist letztendlich auch völlig egal. Aber in letzter Zeit schauen extrem viele Leute meine Tipps dazu, wie man im Mündlichen besser werden kann. Und da melden sich auch immer wieder enorm viele Leute, die sagen, hey, ich bin so furchtbar schüchtern. Kannst du dazu nicht vielleicht auch mal was sagen? Und das habe ich schon ganz lange auf meiner Liste stehen. Und jetzt, in diesem Moment, denke ich mir, okay, mach ich. Ich gehöre selbst zu denen, die als Schüler, zumindest in der Grundschule, mal recht schüchtern waren. Das hat sich mit der Zeit aber gelegt. Warum, weiß ich nicht. War halt einfach so. Ich gehöre aber jetzt auch nach wie vor zu denen, die einfach zurückhaltender sind. Also wenn ich unter Menschen bin, dann können wir da 2 Stunden sitzen und ich sage keinen Ton. Ja, das hat auch ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal ist einfach das Gesprächsthema so, dass ich mir sage, nee, lass mal. Oder dass ich nichts dazu sagen will oder kann oder keine Ahnung. Ist ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich ja überhaupt nicht schlimm, wenn jemand schüchtern ist. Genauso wie es nicht schlimm ist, wenn jemand total extrovertiert ist und immer nur, ich sag jetzt mal übertrieben, rumbrüllt und die ganze Zeit labert. Das ist eigentlich nur dann ein Problem, wenn man zum Beispiel in der Schule sitzt, dort wo ganz, ganz viele Leute sind, die alle verschieden sind, worauf aber keine Rücksicht genommen werden kann, weil es ja ganz viele Leute sind. Also eher eine Klasse, das sind 20, 30 Schüler und der eine, ich sag jetzt mal, der ist total hibbelig, vielleicht auch ein bisschen hyperaktiv und der kann sich morgens in der ersten Stunde nicht konzentrieren, weil der erstmal richtig viel Sport machen muss und sich austoben muss, bevor er ruhiger wird, sich mal eine Weile konzentrieren kann. Und auf der anderen Seite hast du Schüler in der ersten Stunde, die sind hellwach, topfit, so, und die können sich aber nicht konzentrieren, weil es zu laut ist. Und all diese Schüler, all diese völlig verschiedenen Schüler, die steckt man zusammen in eine Klasse und versucht sie nach demselben Modell zu unterrichten und das kann nicht funktionieren. Und eigentlich ist das auch total logisch. Und umso überraschender ist es, weil zumindest hier in Baden-Württemberg man in letzter Zeit immer wieder hört, Schule soll Individualität und verschiedene Persönlichkeiten fördern und fordern und jeder Schüler soll so sein dürfen, wie er ist und es keine Diskriminierung und bla 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 und Lehrer sollen darauf Rücksicht nehmen. Und gleichzeitig bleibt man an diesem alten Modell und hält daran fest und steckt immer noch völlig verschiedene Persönlichkeiten mit dem gleichen Unterrichtsmodell in eine Klasse. Und wie gerade erklärt, das kann nicht funktionieren. Von daher ist Schüchternheit in der Schule ein Riesenproblem und vielleicht auch im sonstigen Leben. Aber sofern, also lassen wir Schule jetzt mal weg, sofern einen die Schüchternheit nicht extrem einschränkt in dem, was man tut, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn jemand schüchtern ist. Es sollte auch niemand schlimm finden, wenn das so ist, genauso wie jede andere Persönlichkeit auch, sofern es einen nicht selbst stört oder man vielleicht Dinge machen möchte, aber sich nicht traut, weil man so schüchtern ist, mal jemanden darauf anzusprechen oder so, dann sollte man da auch nicht unbedingt was dran ändern. Aber wie gesagt, in der Schule, da ist es halt so ein Problem für sich. Und da möchte ich euch jetzt mal eigentlich sind es ja 2 Tipps geben, was ihr vielleicht tun könnt. Das ist keine Garantie, dass es funktioniert, aber vielleicht hilft es ja. Zum einen gibt es ja Lehrer, die machen keine mündlichen Noten, die sind allerdings ziemlich selten. Warum ist ganz einfach? Es gibt Schüler, die sind mündlich besser und es gibt Schüler, die sind schriftlich besser. Und der Chancengleichheit wegen und damit das alles schön fair ist, geben die meisten Lehrer eben schriftliche und mündliche Noten und verrechnen das dann. Und zugegeben, das ist so ziemlich das Fairste, was man als Lehrer machen kann. Aber manch ein Lehrer, der versteht und findet es auch nicht schlimm, dass eben manche Schüler sich mündlich nicht so beteiligen, weil sie mündlich eben auch einfach nicht so gut sind. Und so Lehrer bieten dann ganz gerne mal Ersatz an. Zum Beispiel im Sinne von statt mündlichen Noten oder nicht unbedingt statt, sondern eher zusätzlich dürft ihr zum Beispiel Zusatzaufgaben machen oder Hausaufgaben mal abgeben oder er fragt euch mal so mündlich ab, also jetzt ohne, dass die Klasse dabei ist, oder. Wenn euer Lehrer euch sowas anbietet, nehmt es ruhig an. Wenn was dabei ist, bei dem ihr sagt, ja, das würde ich viel lieber machen, als mich im Unterricht melden.
Wenn nicht, heißt es aber noch lange nicht, dass der Lehrer da grundsätzlich dagegen ist. Dann müsst ihr vielleicht auf die Idee kommen und den Lehrer mal drauf ansprechen. Und das klingt jetzt erstmal ja gar nicht so doof. Hey, Lehrer ansprechen, ihm vorschlagen, ich mache statt mündlich mit, oder jedenfalls nicht so sehr, irgendwas anderes. Aber wenn man schüchtern ist, ist ja ein Lehrer ansprechen auch nicht so einfach. Darum jetzt mal der Tipp. Zunächst mal solltet ihr bedenken, dass wenn ihr euch im Unterricht mündlich nicht beteiligt, aus welchen Gründen jetzt auch immer, aber ihr stattdessen was machen möchtet, dass das für euch und für den Lehrer mehr Aufwand ist. Er muss mehr Zeit investieren, ihr müsst mehr Zeit investieren. Und das solltet ihr schon auch berücksichtigen, was natürlich ein Grund sein kann, dass der Lehrer sagt, sorry, nee, das geht nicht, ich habe zu viel zu tun. Oder auch dann der Fairness halber sagt, wenn ich das bei dir mache, muss ich das ja auch bei allen anderen machen. Und das wäre dann einfach zu viel. Aber versuchen kann man es ja trotzdem. Ich meine, im schlimmsten Fall sagt er, nee, ja, dann habt ihr halt das Problem von vorher immer noch. Überlegt euch also irgendwas, was, ich sag jetzt mal, ein gerechter Mehraufwand für beide ist. Es sollte nicht total viel sein. Also entweder, wenn ihr sagt, ich halt mal oder ich schreibe mal eine Zusatzarbeit, so irgendwie 10 Seiten oder sowas, oder ja, je nachdem, wie alt ihr seid, vielleicht auch weniger. Oder halt ein Referat. Gut, okay, wenn man schüchtern ist, ist das jetzt wahrscheinlich eher nicht das, was man freiwillig macht. Dann sollte das was Großes sein, was aber nur ein- oder zweimal vielleicht passiert. Oder umgekehrt, ihr macht es eben ein bisschen kleiner und sagt zum Beispiel, bei der nächsten Hausaufgabenkontrolle legt ihr eure Hausaufgaben einfach vor und dann wird halt die Klasse, gibt dann die Lösung und er schaut sich an, ob ihr alles richtig gemacht habt. Und dann ist es ja quasi nur währenddessen, ohne dass er wirklich einen Mehraufwand hat. Ja, so irgendwie. Und da müsst ihr euch eben einfach, ich habe euch jetzt ein paar Ideen gegeben, lasst euch selbst auch was einfallen. Es kommt da immer auf euch an, auf den Lehrer an, auf das Fach an, was da in Frage kommen könnte. Und jetzt kommt das Wichtigste. Übt das Gespräch mit dem Lehrer. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, irgendwo, keine Ahnung, spielt mal einfach durch, wie ihr euren Lehrer darauf anspricht. Erklärt ihm, was euer Problem ist. Wissen Sie, Herr Lehrer, ich bin einfach so schüchtern. Ich traue mich nicht, vor der Klasse was zu sagen. Und ich verstehe, Sie müssen mündliche Noten machen, aber ich traue mich einfach nicht. Aber ich hätte gerne eine gute mündliche Note. Können wir da nicht vielleicht was anderes machen? Zum Beispiel schreibe ich Ihnen ein Protokoll über die Stunde. Von mir aus auch jede Stunde. Oder wenn Ihnen das dann zu viel Arbeit ist, dann nur einmal in der Woche oder so. Aber vielleicht haben Sie ja auch eine Idee. Aber bitte, ich möchte was anderes machen, als mich mündlich zu beteiligen. Ich habe einfach viel zu viel Angst, was anderes zu sagen. Aber ich arbeite dran. Ganz wichtiger Teil. Glaubt nicht oder gebt dem Lehrer nicht den Glauben, dass ihr gar keinen Bock habt, mündlich mitzumachen, dass ihr das gar nicht wollt, sondern gebt ihm zu verstehen, dass ihr daran arbeitet, dass das besser wird. Aber das ist nichts, was von jetzt auf gleich passieren kann. Deshalb wollt ihr jetzt, bis es soweit ist, dass ihr mündlich besser seid, einen Ersatz, was als Ersatz haben. Das ist das, was ihr dem Lehrer vermitteln müsst. Ganz wichtiges Psychologie hier, dass der Lehrer eben nicht denkt, na toll, jetzt kommt sie hier an und hat auf einmal keinen Bock mehr, den Arm zu heben und ich soll jetzt da dafür die Hausaufgaben kontrollieren, ja, hier. Sondern, dass er wirklich versteht, euch ist es wichtig und ihr versucht, was dran zu ändern, aber das klappt halt nicht alles so schnell und das ist für euch sehr, sehr schwierig und ihr habt aber eine Idee, wie es anders gehen könnte. Und dieses Gespräch übt ihr vorm Spiegel oder schaut, wenn ihr ein Foto von einem Lehrer habt, redet mit dem Foto oder wenn alles nicht euer Fall ist, redet einfach mit euch selbst und überlegt euch vielleicht auch mal, was die Reaktion eures Lehrers sein könnte. Oder, beziehungsweise und, schreibt einen Brief. Und zwar nicht am Computer, sondern von Hand. Warum eigentlich nicht am Computer? Ist ganz einfach. Wenn man am Computer einen Brief schreibt, kann man ständig wieder irgendwas löschen. Und dann fängt man wieder von vorne an und bla bla bla. Sinn und Zweck dieser Übung ist, dass ihr sicherer werdet, wenn ihr mit eurem Lehrer sprecht. Und dazu gehört, dass ihr euch genau überlegt, was sage ich, beziehungsweise was schreibe ich. Und wenn man es von Hand aufschreibt, da will man es gleich richtig machen und nicht 23 Mal wieder durchstreichen oder wegkillern und von vorne anfangen. Darum tut euch den Gefallen und schreibt es von Hand. Und dann habt ihr dann auch dieselbe Möglichkeit, sprecht dann euren Lehrer an und habt vielleicht den Brief in der Tasche zur Sicherheit. Oder wenn es einfach nicht geht, ihr traut euch nicht, sagt zum Lehrer, Moment, ich zeig's euch. Ihr kriegt jetzt auch die schöne Aussicht. Also, ich,
ich habe es ihnen aufgeschrieben. Ja? Moment, da kommt Hund. Hey, warte! War jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr könnt halt auch einfach sagen, ich traue mich nicht, es zu sagen, deshalb hier Brief. Ja, dafür ist der Brief da, aber schreibt ihn dann bitte schön, ja? Und wenn auch das gar nicht euer Ding ist, sprecht mal mit euren Eltern, vielleicht sagen die es eurem Lehrer ja. Und wenn das alles nichts hilft, dann vergesst nicht, dass es nur eine Note ist. Ja? Bloß weil man nicht mitmacht, gibt es noch keine 6. Das ist mindestens eine 5. Das ist immer noch keine sonderlich schöne Aussicht, aber wenn ihr im Schriftlichen gut seid, könnt ihr es ausgleichen. Gut, wenn ihr schriftlich halt auch nicht gut seid, dann weiß ich jetzt auch nicht wirklich, was man dann noch tun könnte. Aber es ist kein Drama. Probiert, es ist immer ganz wichtig, dass man zumindest irgendwas versucht. Vielleicht sagt der Lehrer ja auch, tolle Idee, schlage ich allen vor, der Fairness wegen. Und ganz viele eurer Mitschüler sind euch wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr das gemacht habt. Ja, das darf man auch nicht vergessen, das kann eine mögliche Option sein. Probiert einfach irgendwas und lasst nichts, also glaubt nicht, dass es halt so sein muss, weil ihr seid eben schüchtern. Man kann an Situationen schon auch was ändern, aber man muss es halt auch mal probieren. So, in dem Sinne, seid ruhig schüchtern, ist nicht schlimm. Nur in der Schule ist es doof. Aber der Teil eures Lebens geht ja Gott sei Dank irgendwann vorbei. Ich wünsche euch jetzt noch frohes Schüchtern sein. Ja, meine ich so. Und nehmt euch das nicht so zu Herzen. Das ist nicht so schlimm, wie man meint. Das ist eigentlich nur schlimm, wenn andere es sagen. Und dann ist es immer noch nicht schlimm. Es ist immer noch für die nur schlimm. Also von daher, so what? Ciao!